Oh. Okay, ihr seid definitiv aggressiv. Wäre auch komisch, wenn Skelette nicht aggressiv wären. Oh, kaputt. Oh, da ist ein Rubin. Oh. Lauter Krimskrams. Du bist doch ein Rubin, oder? Ne, ein roter Edelstein. Warum gibt es rote Edelsteine und Rubine? Rote Edelsteine, ja, das sind nicht immer Rubine, aber in so einem Fantasy-Spiel nimmt man das doch irgendwie an. Na gut, also wir haben einen roten Edelstein gefunden. Wir haben Schrott, Schädel, kaputte Schwerter, richtig? Oh, exzellent. Was wert? One. Slingstones. Ja, ich bin kein Fan von der Schleuder. So, folgen wir mal immer links den Wänden. Oh, hier ist gar nichts. Noch ein Heilzauber, sehr schön. Nix. Ganz schön großer Raum mit sehr vielen Schädeln. Ich glaube, wir sind bei den Trollen. Wir sind in einem Raum vor den Trollen. Was bist du? War and Longsword. Die Steine sehen hier komisch aus. Können wir die wegnehmen? Nee. Na, ja, da bräuchte ich wahrscheinlich so einen Hammer für. Aber wir haben keinen Hammer im Inventar. Na gut. Westlich. Westlich? Westlich. Okay, den lassen wir mal lieber in Ruhe. Oh, Menschen? Moment mal. Wir sind nicht bei den Rittern, oder? Doch, sind wir. Hier ist eine Verbindung zu den Rittern. Also man kann von oben rein und von unten. Okay. Storage Room. Gehört einem Ritter. Also sollten wir es wohl nicht anfassen. Hat irgendeiner von euch noch irgendwas zu sagen? Keil. Willkommen, Squire Gerugon. Kann ich dir helfen? Hast du irgendwelche Informationen über das Writ of Lawn? Ich habe gehört, dass in der Nähe der Trolle sein soll. Nee. Ich habe überall gesucht, aber ich konnte es nicht finden. Wenn es einfach zu finden wäre, wäre es nicht die Aufgabe für dich, um Ritter zu werden. Danke. Danke. So, was mit dir? Wie kann ich dir helfen? Weißt du etwas über das Writ of Lawn? Ja, es ist bei den Trollen. Dankeschön. Sehr entgegenkommend. Können wir hier durch? So, und jetzt geht es hier zu den Offizieren, richtig? Genau. Das heißt, das hier ist jetzt alles schon bekannt. Und da geht es nur dahin zurück. Also müssten wir wieder nach Osten. Weil hier im Norden ist halt nichts, was wir nicht kennen. Hier ist nichts, was wir nicht kennen. Jetzt verwirre ich mich schon selber. Also ja, wir müssen hier nach Osten weiter. So. Und uns hier umgucken, weil im Norden halt nur der Ritter ist, den wir bekämpfen könnten. Und da bin ich nicht so wirklich motiviert so. Weil er war doch ziemlich garstig. Zwei Schläge, wir waren tot. So um den Dreh. Was machst du hier draußen? Willkommen zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass du so lange überlebst, mein Freund. Kannst du mir in meiner Quest helfen? Ich habe nicht das Verlangen, Ärger zu suchen. Nee. Kannst du mir nichts sagen? Nur, dass es hier den einen Teich gibt, wo man gut fischen kann. Ja, nee. Tausch hattest du? Hähnchenkeule, Fackel? Nee. Weg mit dir.
Wir wollen nordöstlich und dann hier gucken, was da ist. Also da. Und dann hier so. Ist bestimmt wieder kaputt, oder? Ja, zerbrochene Keule. Ist das schon wieder der große Raum? Ja, ist es. Okay, dann hoch und rechts rum. Das sieht echt wie ein gutes Schlachtfeld aus. Also gut für Kriegsführung. Ganz viele kleine Räume, die man alle einzeln halten kann und dann sich immer wieder zurückfallen. Wenn die Trolle und Ritter sich hier wirklich durchgehend bekämpfen, was sie ja nicht mehr tun, was sie früher vielleicht gemacht haben, dann war es bestimmt ganz schön blutig. So, da geht's runter. Das sollten wir auch mal eintragen. Runter. Dann nach Südosten, da war noch eine kleine Nische. Ha. Warum hat der liebe Avatar denn... Ah, da oben ist was. Da. Okay, stellen wir uns mal richtig hin. Shift J. Hops. Der Stein hier sieht bedrohlich aus. Und hier ist eine Sackgasse. Und müssen wieder irgendwo springen. Ja, da ganz oben bestimmt. Ich gehe nochmal den Weg zurück, in der Hoffnung, dass hier irgendwo schon eine Abzweigung ist. Aber sieht nicht so aus. Nee. Oh, okay. Also ich könnte mal kurz im Handbuch nachgucken, also in der PDF-Datei. Nach dem Levitieren-Zauber. Ich habe nicht so wirklich Hoffnung, dass wir ihn aussprechen können. Naja, hilf. Ah. Ich hatte schon mal vor einer Weile nachgeguckt. Wir können ihn gar nicht sprechen. Da fehlt uns eine Rune für. Das ist ärgerlich. Aber okay, wir markieren das mal. So. Der zukünftige Gerugon wird sich wundern, was zur Hölle das bedeuten soll. Und hierhin zurückkehren. Sehr schön. So. Und hops. Punch. So, da ging es runter. Wir wollten noch nicht runter. Obwohl das natürlich auch sein könnte. Vielleicht müssen wir den Ritter gar nicht jetzt umbringen, sondern erst später. Und gehört die Pickaxe da zufällig dir? Ja, gehört sie. Also ja, vielleicht müssen wir erstmal Ebene 5 runter, uns da ein wenig umschauen und dann hierher zurückkommen. Trolle willkommen. Okay. Hoch links rum. Wobei hoch, da wäre, wo wir gerade herkommen. Das ist alles sehr verwirrend hier. Das muss der Teich sein mit dem ganzen Fischen. Und Chain Gauntlets, die einfach so auf dem Boden rumliegen. Klar, warum nicht? Ich meine, ist ja nicht so, dass sie teuer wären oder so. Aber wir haben kein Gewicht. Ja, oh, ganz schön verwinkelt hier. Noch verwinkelter, das geht stetig bergab. Na komm. Das Ding ist gar nicht aggressiv, kann das sein? Okay, jetzt ist es aggressiv. So. Kaputt, kaputt. Und die Giftfledermaus natürlich auch noch dazu. So. Au. Und was warst du für eine Fledermaus? Warst du auch giftig? Das Rot sieht ganz schön aggressiver aus. So, erwischt. Also, Blutegel, Gift ist weg. Oh, und Level up. Sehr schön. Das heißt, wir könnten demnächst wieder unsere Angriffskraft erhöhen. Aber wo sind wir laut Karte gerade? Oh, ganz woanders. Okay.
Wenn wir ganz woanders sind, sollten wir mal links der Wand folgen. Damit wir uns nicht zu leicht verirren. Bist du nett? Pika? Och nö, nicht schon wieder. Bitte, bitte sprich. Ah, gut. Meine Sprache. Pika war Hallo. Hallo. Du sprichst Echsenmenschensprache. Sehr schön. Danke, ich tue mein Bestes. Wie kann ich dir helfen? Möchtest du handeln? Handeln? Jo. Wasser und Dingens. Schwert gegen Münzen? Jo. Also wir hätten das Wasser wahrscheinlich auch noch haben können, aber ich brauche nicht so wirklich Wasser, denke ich. So. Schon noch wieder ein bisschen mehr Gewicht und können das nächste einsammeln und es dem nächsten Echsenmann in die Hand drücken. Oh, okay. Edelstein, Pouch, fast volle Laterne. Weg. Wir brauchen nämlich eine neue. Ich habe vergessen, das eine Mal vom Schlafen die auszumachen. So, also du kommst auch noch mit. Du kommst auch noch mit. Und du auch noch. Sehr, sehr schön. Drei neue Runen. Verstauen wir erstmal unser Geld. Da drin. Was steht denn bei dir? Tagebuch des Sehers. Der auf einer Troll-Aussichtsexpedition war. Und wahrscheinlich zu nah an die Trolle gekommen ist. Sonst steht da nichts. Ich nehme das mal mit, falls irgendjemand das haben möchte. So, Pilz. Pilz. Die Runen können jetzt da raus. Da rein. Nein. Nicht die Kette drücken. So. Du raus, du raus. Beutel. Nicht Dietrich. Beutel weg. Du da rein, du da rein. Wir haben jetzt schon 4 Dietriche. Aber leider absolut keine Fähigkeit im Schlosser knacken. Was das Ganze ein bisschen ärgerlich macht. Aber ich werde keine Punkte in Schlosserknacken investieren. Die haben wir einfach nicht über. So, geht's hier oben noch irgendwo weiter? Jetzt, wo ich die eine Stelle gefunden habe, wo so weit oben noch ein Gang war, werde ich öfters mal wieder nach oben gucken. Wer weiß, was wir da alles schon verpasst haben. So, Beinschoner haben wir kein Gewicht für, aber mal kurz drunter gucken. Ist zu schwer, ja. Oh, du schon wieder, Pika. Ein Holzschild, das aber angeschlagen ist. Na gut. Kamen wir hierher? Lampenöl und Heiltrank. Nee, ich denke nicht, dass wir hierher gekommen sind. Also, irgendein Trank. Ich weiß bei den Tränken nie, was die machen. Und einmal Lampenöl. Benutzen wir gleich, vielleicht wiegt es dann weniger. Zing. So. Oh. Das war nicht geplant. Wow. Achso. ja, das hier ist die Rumpelkammer, die ich meinte. Was lassen wir mal hier? Wir lassen die Tiere hier. Die nichts gewogen haben. Können wir dich... Ah, wir konnten den Baum endlich anpflanzen. Sehr gut. Wofür auch immer. Dich lassen wir hier. Den Taper lassen wir auch hier. Kein Platz. So, da ist der Taper. Und eine von den Flaschen hier war die Alkoholflasche, also die Weinflasche. Ich glaube, das war Ale. Ja, auf jeden Fall in einer unserer Rumpelkammern ist auf jeden Fall die Weinflasche. Du bist ein roter Ring. 2 rote Edelsteine. Das ganze Gold muss auf jeden Fall auch wieder weg. Das wiegt zu viel. Was steht hier drauf? Das ist einfach nur eine Schriftrolle gewesen. Hier ist das Tagebuch. Die Pilze können hier bleiben. Alle hopp. Alle hopp. So, 6 Gewicht ist nicht viel.
Aber besser als nichts. Und die Lyrik und Musik von einem bekannten Trollkampflied. Wird bestimmt für Aufregung was Wichtiges sein da unten. Den Trank behalte ich einfach mal. So. Ganz schön zugemüllt. Und wie gesagt, fast nochmal so viel ist in dem Raum mit dem Gefängnis. Aber gut, speichern wir jetzt erstmal ab. Sehen uns dann gleich wieder und wir gucken uns dann da unten weiter um. Also bis gleich.